Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battlepod. Heute kommt das große und lang erwartete Update bzw. Teil 2 des großartigen Hauses aus dem Süden, das grüne Haus. Ihr ja, wisst alle, von welchem Haus wir reden. Und wer wir sind. Wir sind wieder der Hoshi. Hallo Hoshi. Ich grüße euch. Der Olli. Hallo Story. Servus. Und natürlich unsere Lore Machine Onai. Hallo Onai. Law Machine, okay. Konnichiwa, Minasan. Und bevor wir uns äh, mit diesem Haus, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, <laughs> äh, <das> dürfen wir, <laughs> ähm, beschäftigen, haben wir noch ein paar kleine Themen. Einmal, es gibt was Neues vom Kickstarter: irgendwas mit Volumen und Kuscheltiere sind größer als ähm, Minis. Also, die Kuscheltiere waren es nicht, ähm, die da der äh, ausschlaggebende Faktor waren, dass es Probleme bei der Berechnung der Versandkosten äh, gab oder gibt. Also, der Versand äh, zögert sich halt äh, immer weiter hinaus. Ähm, das wird immer mitgeteilt, ja, wir haben es demnächst, äh, demnächst äh, gelöst, das Problem. Ähm, Sagen wir aber zumindest mal rausbekommen, dass äh, ich glaube, das war ein Kartenset was von den Abmessungen äh, falsch eingegeben war, so dass für manche äh, Bäcker äh, von dem Projekt äh, die Versandkosten exorbitant groß waren. Ähm, das mussten sie nochmal alles nachkalkulieren. Dann haben sie noch ein paar andere kleine Fehlerchen gefunden. Das ist also. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass sie das jetzt in der nächsten Zeit gefixt haben und dass die Auslieferung auch stattfinden kann. Ja, mein, mein Mech wartet hier ganz alleine auf. Äh seine Brüder und Schwestern. Mhm. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, vielleicht bringen sie ja die Plüschtiere in der Scale 1 zu 1 und haben deswegen ein bisschen Versandprobleme. Das wäre geil. Ja, so so ein Plüschatlas ne? im Garten natürlich, vorausgesetzt der Garten ist groß genug. Ne? Genau, aber am besten so mit mit einer C17 abgeschmissen. Ja, genau. Ja, wenn wir das nicht haben. Genau, ich habe ihn. Ich fange ihn auf. Ich fange. <laughs> aber, obwohl, das wäre das wär mein plüschiger Death from above Ja, ich wollte oh, kurz ja. ja. <laughs> schön, genau. schön. Ich hätte jetzt Lust drauf, aber das Problem ist, das kriegst du ja nie trocken. Nee, nee, nee. Da müsstest du schon auch noch eine Zeltplane drüber spannen, riesig und naja. Ein bisschen unpraktisch. Aber naja, trotzdem, wenn du es haben könntest, wer würde da Nein sagen? Das stimmt. Ich würde extra umziehen, damit ich einen Garten bekomme. Mit Plane, Zeltplane. Ja, das kriege ich hin. Aber was wir auch hinkriegen, ist über MacWarrior 5, die Clan-Invasion, zu reden. Ja, 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 ja. Ja, da ist ja vor etwas über zwei Wochen ein äh, Gameplay-Trailer erschienen und auch ein kleiner Story-Teaser-Trailer. Und ich muss ehrlich sagen, äh, jetzt bin ich schon ein bisschen gehypt. Ich war ja. Von Beginn an, als das so letztes Jahr Ende Sommer, Anfang Herbst dann auch announced wurde, schon positiv äh, angetan. Kann man eigentlich auch negativ angetan sein? Ich glaube nicht. Also Quatsch. Also ich war angetan und äh, vorsichtig optimistisch. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen gehypt. Und ich muss vorsichtig sein, mich nicht überhypen zu lassen, sodass ich dann zum Launch nicht enttäuscht sein würde. Denn... Erstmal dieser Teaser-Trailer von der Story äh, mit den Charakteren, die da zu sehen sind. Und zwar ein Stern junger Klaner, die vor einem alten äh, Ausbilder, Narben, überzogenes Gesicht, dann irgendwie so eine Ansprache, so, so ein Prep-Talk, glaube ich, heißt das. Natürlich auf Klaner Art. Smoke Jaguar, ihr seid scheiße und unwürdig, zeigt mal, ob ihr überhaupt irgendwas wert seid. Ja, so baut man Leute auf, ne? Ähm. Das, das Limpensynchrone, die Sprache, die, die Figuren, auch vom, vom Gesicht halt her, das hat schon echt eine gute Qualität und etwas, was ich beim Original und Mercenaries sehr, sehr vermisst habe. Ich weiß nicht, erinnert euch doch, wie sehr ich geschimpft habe über die Story und die Charaktere und so? Mhm. Mhm. Genau. Und anscheinend haben mir Piranha sehr genau zugehört und nur wegen mir all dies scheint es verbessert. Ja, lobenswert. Das heißt, sie hören unseren Podcast. <laughs> das will ich doch hoffen. Mit dem äh, KI-Translator. Genau. sorry? Na, also ich muss auch sagen, ich bin ja eher der Mac-Warrior 5-Kritiker. Äh, hauptsächlich deshalb, weil ich vom ersten, sag ich mal, Basisspiel sehr enttäuscht war. Aber die jetzigen Trailer und so weiter haben mich durchaus auch äh, so ein bisschen slightly gehypt für das Ding. Ja. Und nicht nur das, also auch äh, einmal dieser kleine Story-Trailer, wenn sie das durchziehen, also durch die Kampagne, die ja dann auch handgeschnitzt ist und nicht so generisch und Sandbox-artig wie Mercenaries, ich meine, ich will das jetzt nicht verurteilen, ich fand das gut mit Mercenaries. Dass man da die ganze Innersphäre bereisen kann, prinzipiell auf jedem Planeten kämpfen kann. Aber es war dann doch ein bisschen zu wenig handgemacht. Und die Story war nicht wirklich gut und die Charaktere nicht lebendig. Und es waren auch zu wenige davon. Und der Mann in der Badewanne, über den haben wir genug gelästert, ne? Steril. <laughs> ja, genau. Furchtbar, furchtbar. Dass es auch immer noch nicht verwässert haben. Also, schlimm. Ähm. Anyhow, die das, das, wenn sie das durchziehen, diese Qualität durch die Kampagne, dass es immer wieder so Zwischensequenzen gibt und dass man vielleicht auf einem Union Dropship, also ich weiß nicht, Klana haben ja keine Unions, die benutzen ja anderes, aber diese Klasse sich bewegen kann und dann auch mit den Leuten spricht, das wäre schon, schon geil. Obwohl ich glaube nicht, dass man Union wieder kriegt, weil es diesmal ist ja nicht Lanzen, sondern Star also Sterngröße, sprich fünf Mechs äh, statt vier. Und aber trotzdem seine Crewmitglieder oder seine ganzen Sternenkameraden dann da trifft und mit denen reden kann. Also, das wäre schon groß. Broadsword. Ja, was ich, was, ich ja okay. genau, was ich ja immer beim, beim ursprünglichen Mercenary schon mir gewünscht hätte, ist, dass zumindest so ein ganz leichter Win Commander Vibe aufkommt. Ne? Ja, genau das. Dafür ist doch Mac Warrior prädestiniert. dank genau. Auch Great Death Legion allein. Ne? So ist es, ja. Ja, das ist auf jeden Fall das eine. Und was das Gameplay angeht, das fand ich auch richtig gut. Also, erstmal wieder stating the obvious: Das Interface sieht besser aus als im MW5 mhm. Mercenaries. Erinnerst du dich noch, wie wir damals so gelästert haben, wie das aussah? So ja. e ja. ne? Also, es ist jetzt immer noch nicht, würde ich sagen, noch nicht Goldstandard. Da gab es diesen einen Mod für MWO, der leider nicht mehr funktioniert hat nach diesem. Gigantischen Patch. Das Ding ist für mich immer noch richtig, richtig geil. Da kommen sie nicht ganz ran. Aber so, wie es jetzt standardmäßig aussieht, ich habe es auch gerade vor mir, ähm, nicht zu reduziert, aber auch nicht so eingekastelt. Also es wirkt wirklich so, als wenn es dir halt auf deinen Sichtschirm von deinem Helm projiziert wird, so ein Head-Up-Display-mäßig. Ne? Und mhm. das glaub, wirkt das ist nicht gut. Also könnte man fast davon ausgehen, dass sie von dem ganzen Feedback, was sie äh, durch die Modder ja auch bekommen haben äh, und dann dementsprechend der Community, dass sie das dann haben direkt ins Spiel einfließen lassen. Genau, genau. Man sieht ja auch in einem Monitor, da ist Schrift zu sehen. Äh, wer weiß, vielleicht sind die Mission Descriptions da auch mit drin. Ne? Ich, man kann es nicht ganz erkennen, dafür ist es zu unscharf. Aber wenn sie das halt so wie bei dem VR-Mod, da haben sie es ja auch schon, dass alle Anzeigen in dem Mechs funktionieren, das zumindest teilweise übernommen haben, das wäre schon mega. Mhm. Das wäre wirklich cool. Ja. Dann, was ich auch super gut finde, und das gab es bisher in MacWarrior in dem Sinne noch nicht, sie haben so eine kleine Echtzeitstrategie-Komponente mit reingebracht. Also nicht nur Befehle über den Funk geben, greife an, bleibe bei mir, geh zurück in Formation, sondern wirklich auch mit Wegpunkten und dergleichen. Das heißt, man schaltet in so eine Art Drohnensicht. Von oben und kann dann den eigenen Sternen dann dirigieren und Befehle geben. Und das ist auch echt nötig, weil bisher waren die Lanzenkameraden ja eher so eine Mischung aus strunz, doof und anhänglich. Ne? Und jetzt kann man halt so in Echtzeit, ohne dass das Spiel pausiert, da muss man natürlich schnell sein, also ist auch dann ein bisschen skill-based, kann man die Leuten dann genauere Anweisungen geben, wo sie hinzugehen haben und kann das Gelände aus der Vogelperspektive dann kurzfristig betrachten. Das finde ich auch ziemlich fett, zumindest potenziell. Wir mal sehen, wie es dann ausspielt am Ende. Und eine letzte Kleinigkeit, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat in dieser Demo-Mission. Interessanterweise alles aus der Third-Person-Perspektive gezeigt. Aber dann führt der Mech, ich glaube eine Shadowcat, ja ist es, ähm, ein Scan durch von irgendwelchen Landesschiffen und das sieht aus wie bei meiner VR-Brille Quest 3, wenn die meinen Raum für die Raumbegrenzung scannt, sodass sie dann so ein Gitternetz dann halt über die Gegenstände und so weiter legt. Ne? Finde ich auch nett, das sind so Kleinigkeiten, die die Immersion wahnsinnig erhöhen, als dass einfach wie so ein Ping erscheint und dann auf einmal ja 100% gescannt und das war's dann. Ne? Also es ist, äh, ich finde bisher äh, alles, was sie bisher gezeigt haben, hat mir sehr gut gefallen. Während ich nach dem ersten Teaser-Trailer zu MacRae 5 Mercenaries, der mich damals auch sehr geflasht hat mit dem Shadowhawk und dem Raven, ihr erinnert euch, mhm. der war geil. Ne? Aber alles, was danach kam, war eher so, hm, äh, vor allem, was sie an Trailern gezeigt haben, hat mich eher dann so, oh, das sieht nicht so richtig gut aus, ne? Aber jetzt würde ich sagen, von Mal zu Mal wird es besser und das finde ich sehr positiv. Ja, äh, dazu, glaube ich, erscheint es auf PC, PS5, weiß der Fuchs was und irgendwie auf allen gängigen Plattformen gleichzeitig. Und wenn ich mich nicht irre, soll es ja, glaube ich, sogar noch dieses Jahr erscheinen. Äh, seht ihr gerade den Release-Date? Ich glaube aber 2024, ne? Ich meine schon, ja. Ja. Also da bin ich natürlich jetzt noch ein bisschen sehr vorsichtig, weil beim letzten Mal, wie oft hatten sie es verschoben, zweimal oder so. Und dann hätte man am besten nochmal ein halbes Jahr warten sollen. Genau so ist es. Ne? Also ich glaube kommt. auch, ja. Es kommt auch für den Game Pass. Ich weiß nicht, ob auf dem PC, auch auf Steam oder nur wieder Epic, das weiß ich aber nicht. Wisst ihr das? Also, bisher ist es aufs, äh, auf Steam. Ja, mhm. angekündigt ist es für Steam. Ja. Naja, also 2024, sagen sie ja. Und mhm. äh, von daher, äh, mal sehen, ob es dann jetzt dieses Jahr steht, auch noch geplant. Ne? Äh, meine, egal wie ich, ich bin, Zeit schon. Schaut halt schon relativ gut aus, ne? Ja, ja, ja. Vom, das ist halt Ingame, ne? Das ist halt von daher, hm, wenn sie denn den Content hinkriegen und vielleicht keine Wachs mehr drin sind, das wäre schon schön. Mm. Ich habe noch geguckt, ist also auf Steam direkt auch schon nicht zum äh, Kaufen, aber für die Wunschliste. Ich habe es schon gewishlistet. Ah, lobenswert. Natürlich, ne? Vor allem, ich habe eigentlich überhaupt nichts für Clan Smokejacker übrig. Das ist echt mein least favorite Clan, glaube ich, von den, von den äh, Invasionsclans. Aber einmal so die Baddies spielen und wenn sie es wirklich durchziehen, dass man da auch richtig üble Sachen machen kann. So wie mal ganze Städte ausradieren, ne? Und auch so moralische äh, Dilemmas, Dilemmata, was ist der Plural von Dilemmas, ne? Dilemmen, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Finde ich auch schon ganz geil. Ja, es hört sich alles schon mal nicht schlecht an, ne? Ja, finde ich auch. Also jetzt genug geschwärmt. Ich will den Hype nicht noch größer machen. Aber ich freue mich und werde wohl Ende des Jahres dann noch was zu tun bekommen. Hm. Hoffen wir doch mal. Gut, dann. Habt ihr noch irgendetwas vorm Thema oder können wir uns mit diesem einen Haus beschäftigen? Den Grünlingen, den Jadefargen. Ah. <laughs> nee, hau rein. Ja, ähm, wo waren wir das letzte Mal äh, stehen geblieben? Ich glaube, irgendjemand hat irgendwie gesagt, ich, ich möchte jetzt der neue Chef sein. Von ihr, von allem, wenn ich mir genau. recht entsinne. Genau, der erste Lord ist tot, äh, lang lebe der erste Lord. Üblicherweise machen wir dann äh, bei den Zweiteilern von den äh, Häusern dann immer beim, äh, im Prinzip vor dem Anfang des ersten Nachfolgekrieges halt. Das heißt also, wenn äh, Stefan Amaris äh, seinen Coup durchgezogen hat, hier dann also auch. Äh, die Geschichte fängt dann bei Haus Liao wieder bei Barbara Liao an, die sich weigert. Weder für die, äh, für Amaris noch für Kerensky sich zu entscheiden und ähm, wehrt im Prinzip alles ab, was, äh, was versucht, äh, ihre, ihre Autonomie oder beziehungsweise die Autonomie der Konföderation Kapella äh, zu bedrohen. Ja, das heißt also, äh, diese, äh, die Schlacht um Terra, äh, da nimmt sie nicht daran teil. Sie nutzt auch die Gelegenheit davon nicht unbedingt aus. Äh, sondern wartet, wie das Ganze ausgeht, ähm, was dann dazu geführt hat, dass äh, eigentlich die Konföderation Capella da ganz gut in den Stachtlöchern steht, bis zu dem Zeitpunkt, wo halt der erste Nachfolgekrieg ausbricht, als äh, Minoro Kurita sich <coughs> rechtmäßig äh, als ersten Lord des Sternbundes äh, ausspricht. Ähm, wie gesagt, die Konföderation war da eigentlich an, äh, in ganz guten. Äh, ganz guten äh, Startpunkt, hat sich da dann äh, äh, auch ganz gut verteidigen können äh, gegen äh, Einfälle äh, von, äh, von Davion, ähm, die äh, als, erst, äh, als eine der ersten versucht haben, da dann halt bei der Konföderation was abzuknabbern. Ähm, interessanterweise ähm, ging das dann auch so weit, dass natürlich um die Reste äh, der terranischen Hegemonie gefochten wurde. Das heißt, äh, was, was, was so, eine kleine, so eine kleine Anekdote war, äh, Haus Kurita hat dann auch äh, sich in einem offenen Kampf gegen äh, Truppen von Haus Liao wiedergefunden. Und als eine von den Einheiten, die sich dann äh, regelmäßig an der Grenze getroffen haben, waren dann zum Beispiel auch unsere Dyron Regulars, die mit Crusaders und Warhammers äh, sich da aufgrund äh, der Liao-Invasoren geprügelt haben. Yay. Und wer genau. hat gewonnen? Wir natürlich. Ist doch klar, ja, da, oder? Gemacht. Das andere, das war nur kurzzeitige äh, Gegner vorspielen, dass er gewonnen hätte. Naja. Nein, 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 wir haben die nur hier, genau wir, das war ein, ein, ein cleverer äh, Ablenkungsdingsbums und so, ne? Genau. Besonders und so. Äh, ja, ähm, das heißt, äh, das, das ging dann da ein bisschen heiß her. Die Terranische Hegemonie wurde dann halt aufgesplittet, äh, ähnlich wie ein Kuchen. Der Run auf Terra äh, fand halt statt und da trafen sich dann alle äh, alle in der Mitte. Ähm, die Davions auf der einen Seite ähm, haben natürlich dann auch die, äh, wie gerade eben schon erwähnt, die Konföderation angegriffen und auf der anderen Seite hat Marek dann auch wieder äh, versucht, ähm, äh, sich ein bisschen was von der Konföderation abzuknabbern, so wie es traditionell schon viele Jahrhunderte vorher geklappt hatte, ähm, was Barbara Liao äh, dann dazu äh, äh, geführt hatte, äh, für sich zu entscheiden, dass die ARES-Konvention mehr so ein Hinweis ist als eine wirkliche Regel, ähm, wo, äh, was dann dazu geführt hat, dass äh, es da im Prinzip wieder ein All-out-War gab. Die Konsequenzen davon, äh, auf die gehen wir dann ein bisschen später darauf ein. Ähm, auf jeden Fall ging es äh, ging das Ganze nicht unbedingt so gut aus für die äh, für die Kapellane, wie sie sich das erhofft haben. Das heißt also, es, äh, die, äh, All-Out-War, der da stattgefunden hat, hat viele Truppen äh, zum Opfer, ja, zum, zur Schlachtbank geführt. Äh, das heißt, die, äh, die Truppen sind äh, stark dezimiert worden. Ähm, das äh, zog sie im Prinzip auf alles, auf den Luftraumjäger. Teil der, Kon äh, der äh, Armeen der Konföderation als auch als auch die Battlemech-Truppen und die konventionellen Truppen. Ähm, aber es gab halt wie in den Jahrhunderten auch vorher äh, kein großes, keine großen Gewinne auf irgendeiner Seite. Ähm, Barbara Liao äh, hat dann auch äh, ein paar Jahre später dann an einer seltenen Blutkrankheit äh, ihren, äh, ihrem Leiden erlegen, äh, was dann dazu geführt hat, dass dass ihr Amt dann, äh, dann weitergegeben worden ist. Ursprünglich sollte ihre, äh, 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 ihre Tochter Ilsa, die zu dem Zeitpunkt zwölf war, das Amt des, äh, des äh, ja, das oberste Zepter der Konföderation wieder übernehmen. Aber zwölf ähm, war dann doch ein bisschen zu jung, äh, sodass die Kanzler würde dann für sechs Jahre an ein an ein anderes Haus ging, äh, an einen Sandol Quinn, der allerdings dann zum 18. Geburtstag auch das Zepter, so wie es sich gehört, wieder ins Haus, äh, an, an das Haus Liao übergeben hat. Ähm, die, äh, die Situation war derart verstrickt, nicht nur bei, äh, bei Haus Liao, sondern halt auch bei Haus Davion dass äh, äh, John Davion ähm, seinen Sohn Paul offiziell äh, vorgestellt, ha äh, vorgestellt hatte als äh, mögliches Heiratsmaterial an Ilsa Liao. Das heißt, es war dann jetzt in der Geschichte dieses Hauses dann schon das zweite Mal, wo äh, äh, wo das Haus Davion über Heirat versucht hatte, da dann halt mal ein bisschen schlichter ähm, Sprüche reinzubringen. Ähm, das wurde dann Leider nicht ganz so positiv gesehen äh, in, äh, beim Militär von Haus Davion, die dann erstmal mit zwei Regimentern den Angriff geführt haben. Worauf dann, das, äh, worauf dann Ilsa Liao dann auch der Meinung war: also, Okay, also so ehrlich kann das Angebot dann ja wohl nicht gewesen sein. Hm. Aber gut. Naja, ähm, das war auch äh, zu dieser Zeit ähm, seines Jahres um die, äh, um die Jahrtausendwende 2800. Äh, kleiner Side-Note hier auch an das, was, äh, was man in MacWarrior 5 Mercenaries in, in den ganzen Law-Infos mitbekommt. Das war die Zeit, wo die Konföderation Capella dann halt effektiv einen neuen Mac ins Feld führt und zwar der Vindicator oder auf Deutsch Verteidiger, der dann einer der ersten neueren Battle-Macs nach dem Fall des Sternenbundes darstellte. Äh, welche, welches Jahr war das? 2800. 2800 doch so spät? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der winzig -Gator so, so so äh, so jung ist in Anführungsstrichen doch. Ne? Ja gut, er reiht sich ein auch mit. Also das ist jetzt nur eine Side Note. Er reiht sich halt auch ein ins äh, mit dem Katafrakt, ähm, der ja dann auch ein relativ spätes Design ist. Das sind also auch Designs, die äh, die die Claner nicht mitgenommen äh, haben äh, im Exodus, ah. die ein äh, großes Interesse hatten die Dinger mal mal genauer unter die Lupe zu nehmen. So ähnlich halt wie der auf Deutsch Tomahawk, Englisch Hatchetman. Ja, ja, ja. Na klar, die kannten ja dann halt noch gar nicht, ne? Genau, genau. Ja, die musste man dann halt mal mal genauer unter die Lupe nehmen. Gut. Okay, ähm, jetzt mal so Side Note, hat denn Vindicator mal wer von euch gespielt? So richtig? Vindicator? Ja, in Kampagnen. Ich weiß noch nicht, wo meine Figur gelandet ist. Also ich habe mich jetzt schon äh, mal gefragt, wo die geblieben ist, als ich mal so äh, mal, mal Bestandsaufnahme gemacht habe, weil ich war mir sicher, dass ich einen davon besessen habe. Ich weiß sogar, wie ich ihn bemalt habe. halt grün. Ne? Mhm, klar. Bin mit dem irgendwie nie zurechtgekommen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass weil mein Herz komplett äh, dem Drachen geweiht ist, aber <laughs> ja, aber das, das ist ja genau das Interessante. Also, der, äh, der Vindicator und der, der Panther, die sind äh, die ja. sind sich so ähnlich. Genau. Der eine verhält halt ein bisschen mehr aus als der andere. Genau, aber der Vindicator durch seine 10 Tonnen hat halt ein bisschen mehr, ganz ein bisschen mehr Punch ein bisschen mehr Panzerung halt. Es ne? ist ein, äh, der große Bruder vom Panther. Ne? Ja. Na ja, gut, ähm. Das war eine kleine Side Note. Ähm, der erste Nachfolgekrieg äh, ging dann zu Ende und ging dann in Anführungsstrichen dann auch nahtlos über in den zweiten Nachfolgekrieg ähm, äh, des Jahres 2828 äh, 28, ähm, äh, führte äh, Kanzler äh, Liao äh, höchstpersönlich einen Feldzug gegen die Vereinigten Sonnen mit 90 Marauders und 80 Warhammern. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 90 Marauders, das ist schon, das klingt das schon nett. Das war nicht das Ding, was auch in dem im Technical Readout steht, äh, von 3025, ne? Mhm. Deswegen, das war doch da irgendwie auch so irgendwie noch äh, mit drin. Genau, genau. Das ist da auch schon, äh, auch schon beschrieben worden. Ja, ähm, Isaliao führte äh, äh, führt die Streitkräfte an äh, gegen äh, die Avalon und die äh, Zeti Husan. Ähm, ging leider nicht so gut für sie aus. Ähm, sie ist bei, äh, bei der ja bei, bei der Sicherung des Rückzugs der kapellanischen Truppen ist sie dann gefallen in ihrem Marauder. Aber gut. Soll sie halt wieder aufstehen, ne? Genau. Stell ich mal nicht so an. Nicht so voll rumliegen. Genau. Ähm, deswegen, das war dann mal ein, äh, ein, ein, ein Tod auf dem Schlachtfeld für einen Kanzler. Das heißt, das Zepter wurde dann weitergegeben äh, an äh, Ilsas Tochter Laurelie, die äh, frischenderweise nicht allzu jung äh, war, sondern schon 23, ähm, was äh, aber auch schon, äh, auch schon reichte, dass sie sich da halt äh, auf dem Schlachtfeld dann halt auch wieder gefunden hatte. Ähm, ist da nicht gestorben, ähm, aber äh, sie hat da die äh, im Prinzip die, den zweiten Nachfolgekrieg dann voll miterlebt äh, erlebt und dann äh, halt auch geführt. Ähm, auf der anderen Seite der Front äh, ging es zu der Zeit ein bisschen ruhiger los. Äh, Haus Marek hatte da, wie wir äh, ja vielleicht noch ein paar von den Zuhörern wissen äh, von, von, dem, von dem Law Podcast davon, hatte da gerade unglücklicherweise ein äh, Interdikt von Comster abgekriegt. Das heißt, das Ganze ist da ein bisschen sehr lahm geworden. Aber dadurch, dass äh, Haus Liao auch zu stark mit Haus Davion beschäftigt war, konnte sich das Ganze auch... Äh, weniger weniger für sich ausnutzen. Gut. Ähm, Laurelie starb dann auch ein bisschen später, das heißt also, sie hat nicht allzu viel, ich sag mal so, Extravagantes äh, während ihrer Lebenszeit gemacht. Ähm, und ging dann äh, weiter äh, in, äh, hat das äh, die Kanzlerwürde dann weitergegeben an ihren Bruder dein Deinmal. Äh, der auch bekannt bisschen, ist aus das Wasserhahntuch. Genau, genau. Der Schreckhafte ähm, dein Maljau äh, äh, hat versucht so gut wie möglich Friede, Freude, Eierkuchen zu machen und äh, so wenig kriegerische Aktivitäten wie möglich irgendwie hochzurühren. Ähm, also der hat der hat um des, um des Friedens willen, weil er halt so schissig war, dann halt viele Kompromisse und viele Deals einge äh, eingegangen, die seine Vorfahren und seinen Erfahren definitiv so nie eingegangen hätten. Aber gut. Was man nicht alles macht, wenn man versucht, ein Sternreich zusammenzuhalten. Genau, und dabei unterm Bett liegt. Genau. Mit der Bettpfanne auf dem Kopf. Ähm, ja. Ähm, das war auch die Phase, oder äh, ihm, ihm äh, daraus folgte ähm, äh, die Gründung der berühmten Kriegerhäuser. Ähm, zu dieser Zeit äh, war ein, äh, ja, ein Kriegerphilosoph. Kamachi Imara, äh, der das erste Kriegehaus der Konföderation Capella gegründet hatte, das äh, Kriegehaus Imara. Später haben sich dann noch mehrere gebildet. Aber das war so der, äh, eine von, von den von den weiteren Kernpunkten äh, für die weitere Definition der Konföderation Capella, weil um diese um diese Kriegerhäuser und die äh, ja, und den, den Pathos, den die dann da ausleben, dreht sich dann halt auch später das ganze soziale Gefüge in deren Kastensystem. Gut, das war da im Prinzip die Zeit von Deinmar. Deinmar ist dann nicht gestorben, sondern war dann einfach irgendwann mal der Meinung, das langt jetzt. Er kann, er kann die Kanzlerwürde abgeben. Hat das dann an seinen 22-jährigen Sohn abgegeben? Und zwar an den lieben Ottili. Hallo, Genau, der Otto. Die, die Frage ist ja eigentlich, man kann wirklich zurücktreten, einfach so, ohne Unfall oder Ja, also, in der Blutkrankheit, also, was naja, ist da du los? Ja, das zurücktreten nicht so, du stehst mit dem Rücken zum Abgrund und dann wirst du gefragt, ob du nicht zurücktreten magst und dann machst du das und dann war es das. Also, das glaub, für die, also für die Konferation war es, glaube ich, das Beste, was man, was man machen konnte. Ähm, ansonsten hätten die das wahrscheinlich für äh, dann dann auf kurzer oder lang zu einem äh, zu einem chinesischen drive in gemacht ich weiß es nicht ähm, aber gut ähm, ja äh, Otto Liao, auch muss ich sagen also wer auch immer die äh, sich einen spaß daran gemacht hat äh, die namen für äh, für diese würdenträger auszudenken also an otto hätte ich niemals gedacht aber gut was soll's also Random Name Generator, aber das glaube ich damals noch nicht. Also 80er, 90er, wo sie diese Sourcebooks dann da geschrieben haben, gab es ja noch keine KI-Unterstützung. Ich weiß, es, es gab doch mal so, Lust, äh, so, äh, so lustige Sachen. Dann nimm die einfach ein Telefonbuch ne, und nimm einfach irgendeinen Namen. Also Otto, ja, gut. Da hätte ich wahrscheinlich noch zwei Seiten weitergeblättert. geblättert. Aber mhm. gut. Ja, vor allem so ein typischer Liao-Name, ne? Ja, genau. Ähm, ähm, Otto, äh, nichtsdestotrotz, also. Unser Ottilie äh, hat, hat eigentlich seinen Job ganz gut gemacht. Ähm, der hat die, äh, die Verteidigung äh, der Konföderation Capella nochmal neu organisiert. Ähm, seine Doktrin der, der äh, elastischen Verteidigung klingt jetzt ein bisschen yogamäßig. Er ähm, äh, hat sich ausbezahlt. Äh, das heißt, er hat, äh, er hat immer Truppenteile gehabt, die sozusagen auf dem Sprung unterwegs waren. Und konnte dadurch dann, äh, dann halt an den Schwachpunkten, wo sie gebraucht werden, dann halt die, äh, die Löcher massiv stopfen. Und dann dementsprechend, äh, wenn sie an einer anderen Stelle wieder gebraucht werden, da dann halt wieder, äh, da dann auch wieder aushelfen. Das hat eigentlich. Was vor mich das erinnert, wenn du es erzählst an den guten Otto von Bismarck. Ne? Mhm. Der war ja politisch durchaus auch elastisch ne? und hat mit jedem Bündnisse geschmiedet und hat sich feiner gemacht, wenn Bedarf hat Kolonien gegründet, wenn es ihm politisch geholfen hat und wenn er sie aus politischen Gründen nicht mehr braucht, hat er sie dann noch ganz gerne mal wieder fallen lassen oder gefallen lassen. Also wer weiß, vielleicht ist das so quasi der, der Liao Bismarck. Ja, ja und vor allem er hat er ja auch äh, massiv investiert in Söldnereinheiten und ja. hat denen quasi so viel zugeschanzt, auch an, also jetzt nicht nur an Kohle, sondern äh, quasi Planeten, äh, Lordschaften und solche, solche Dinge. Dass quasi manche von diesen Söldnereinheiten zu Hauseinheiten wurden. Ne? Genau. Das war so ein Trend, der sich ab dem Zeitpunkt dann halt immer weiter durchgesetzt hat. Ja, guck dir das an. Das hat äh, Bismarck mit äh, den Bayern auch so gemacht. Ne? Er hat dem König Ludwig II. schön Gold gegeben, damit er seine Schlösserchen bauen kann. Und dafür sind die Bayern dann für ihn äh, in den Krieg gegen Frankreich marschiert. Hm? Und ja, dann, dann waren die Bayern nachher Hauseinheiten. Icke, du musst dir das nochmal überlegen, ob Steiner das Haus für dich ist. Vielleicht haben wir ja gerade deinen neuen Favorite-Haus <laughs> gefunden. Genau, ja, ja, aber dann kann ich mich nur auf Otto machen, weil danach ist ja wieder irgendein Komiker ja. oder Komikerin. <laughs> das war nee, danach, ja auch so. Ne? Danach, kommt <laughs> cool. dann, danach kommt ein ganz cooler, glaube ich. Ja, genau. Ja. genau. Aber äh, ein, ein ganz zauberhafter Nachfolger. <laughs> Na gut, aber ähm, also äh, Otto ähm hat einen ganz guten Job gemacht, also nicht nur dieses Konzept der elastischen Verteidigung, sondern auch, dass er, äh, dass er so den, den, den Trend gesehen hatte und hat dann für sich entschieden, äh, dass ein, äh, ein paar Punkte der Ares-Konvention vielleicht doch ganz gut sind, zum Beispiel, dass man sich nicht gegenseitig die Sprungschiffe zerschießt. Das ist eine sehr weise Entscheidung gewesen von seiner Seite aus, weil ansonsten äh, wäre die Konföderation Capella definitiv äh, maximal in Bach untergegangen. Aber gut. Aber gut. Otto von Bismarck Liao ähm, äh, ist auch zurückgetreten. Ne? Ist, ich weiß, erstaunlich. Nicht zurückgetreten im Sinne in den Kugelhagel, ähm, sondern er hat einfach nur äh, die Kanzlerschaft abgegeben an. It's magic. Genau, Merlin Liao. Ich, ich hätte jetzt, äh, nein, echt ohne Scheiß, hier das Wilhelm Liao gesagt, wenn es so die Reihe <laughs> ne, ne gepasst hätte. Aber Merlin. Genau, <laughs> Merlin Liao, der melancholische Kanzler. WTF. <laughs> Lass mich raten, er hat über ein Schwert gewacht, was sein Nachfolger aus dem Stein ziehen soll? Ähm, vielleicht im metaphorischen Sinne. Also, äh, er, er hat die, die äh, Doktrin seines Vaters äh, erstmal so auf keinen Fall geändert, weil das hat funktioniert. Ähm, und hat stattdessen äh, auch noch Befehle rausgegeben, dass äh, übermäßige Verluste äh, durch seine Kommandeure maximal zu vermeiden sind. Ähm, okay, er gleich, hat verboten zu sterben. Genau, also nichts ist mit Sui äh, Suizidkommandos und so, äh, die, die, die kommen etwas später. Ähm, der Hintergrund war unter anderem, äh, durch den ganzen All-Out-War sind halt viele äh, Agrarwelten äh, verwüstet worden und ähm, die Konföderation Capella ist nicht gerade besonders groß. Das heißt also, ähm, das, das waren äh, Kernpunkte, äh, die äh, Merlin Diao auf jeden Fall schützen musste. Damit, äh, damit er halt da nicht seine, seine Bevölkerung maximal ins Verderben führt. Aber gut, ähm. Die zauberhafte Zeit von Merlin ging 2942 dann vorbei. Ähm, er hat ein bisschen vor sich hingekränkelt und starb dann einfach mal so. Ähm, es gab wohl Andeutungen davon, dass es äh, aufgrund von äh, einer Strahlungserkrankung kam, was man sich gar nicht erklären kann. Aber gut. Ähm, ihm folgte sein Sohn Tarlak. Ne? Jetzt sind wir wieder bei knackigen Liaunen. Genau, nicht zu verwechseln mit Zarlak. Genau. Der, mit dem war doch immer irgendwelche komischen Shakespeare-Anekdoten. Also, egal. Gut. Ähm, na gut, äh, Salak äh, hat nicht viel gemacht während, während seiner Zeit. Ähm, äh, er hat noch ein bisschen sich, äh, sich gegen äh, die, die Vereinigten Sonnen verteidigt. Aber seine Karriere ist auch relativ kurz gewesen: acht Jahre im Amt. Äh, dann, dann wurde er leider von einem. Äh, von einem äh, Maskirovka-Überläufer gekillt. Gut. Gibt's auch. Ähm Und äh, ihm folgte dann seine Tochter Ingrid. Äh, Ingrid. wird wieder bei den typischen Diornamen Genau, die Ingrid. Genau. Im Walküren, im Walküren, äh, im Walküren äh, wie heißt es? Ritter Walküren ist eine ein Lied. Ja, ist egal. Opa. Egal, egal, ich weiß es nicht. Welcher Opa? Ähm, die Ritterwalküren, ja, ja genau. Ähm, das ist äh, sie war zwar ausgebildete Mech-Kriegerin und fand, das, äh, fand äh, auch so eigentlich diese Profession ganz gut, aber äh, sie verstärkte das äh, das Interesse der Konföderation Capella in äh, die Luft und Raum äh, die äh, die äh, äh, Aerospace Sparte. Und pumpte da Un Unmengen an, äh, an Investitionen rein. Kann man jetzt mal überlegen, hm, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder nicht sinnvoll? So als First Line of Defense kann man sich das ganz gut vorstellen. Ähm, jetzt muss man sagen, damals. gründete sie die Thunderbirds. Genau. Thunderbirds. Da, 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 da. Ja, egal. Ähm, äh, der Thunderbird an sich, das ist ein, äh, ist ein schwerer äh, Luftraumjäger. Ist auch eigentlich ganz gut. Ist ein altes Sternbunddesign. Ähm, naja, so am Ende des Tages ähm, musste man allerdings sagen, dass das wohl nicht so das Pferd war, war auf, oder Donnervogel, wie man es auch mal äh, nennen mag. Ähm, auf jeden Fall diese Strategie äh, ging für sie nicht auf. Sprichst du da Was? jetzt denn den Kampf von um Lee an? Zum Beispiel. Aber wenn du schon erzählst, dann es mal. Ja, kurz. Der Kampf von Lee, auch genannt The Great Turkey Shoot fühlt <laughs> sich um, jetzt schon geil an. war, war, eine, war ein dreitägiger drei Kampf zwischen äh, den der Kapellanischen Konföderation und den Vereinigten Sonnen auf dem Planeten Lee, also deswegen der Great Lee Turkey Shoot. Ähm, ja und äh, wie es halt so Little Inga Style war, hat, haben die halt massiv ähm, Aerospace äh, ja, Dinge da reingeschmissen. Ähm, allerdings äh, haben die, äh, die, ja, ähm, die Vereinigten Sonnen, ich will immer Federated Sun sagen, die Vereinigten Sonnen äh, relativ äh, früh Wind bekommen von der ganzen Aktion, die da ablaufen soll. Äh, und deswegen haben die wir uns quasi sich auf diesen Angriff ziemlich gut vorbereiten können. Ähm, und haben die Kapellaner also schon im Weltraum erwartet. Ja? Äh, und haben eigentlich relativ flott die ja, Oberhand gewonnen, äh, mithilfe eben der, der Davion-Weltraumjäger, äh, ähm, die halt äh, im Gegensatz zu, wie wir halt gesagt haben, Thunderbirds, äh, relativ schwer, äh, prinzipiell gutes Design, aber schwer Träge und so weiter. Und die äh, Davions haben fast ausschließlich... Äh, die äh, leichten und sehr schnellen Sparrowhawks eingesetzt und äh, haben halt damit die relativ langen Thunderbirds und Eagles der Capellaner ähm, relativ schnell dezimiert äh, und äh, damit waren die aber schon gelandeten Liao-Mechs und, und, also, und Panzer und Infanterie äh, komplett ohne Luft zu Bord. Und Prinz Peter Davion hat quasi persönlich auch noch seinen Mächter, äh, seine, seine, ja, äh, seine Truppen angeführt und im Prinzip den Kapellanern dann mit einer massive Schlappe ähm, reingefahren. Und das Problem, was die Kapellaner, also, deswegen wird der Kampf auch so erwähnt, hatten, es, es sind halt äh, immer massivere Verluste. Für die Kapelaner entstanden, sowohl was jetzt Mechs und auch anderes Zeugs, äh, Kriegsmaterial ähm, angeht. Die Kapellanische Föderation sowieso nicht so groß. Alle Häuser durch den dritten Nachfolgekrieg ziemlich angeschlagen oder eigentlich durch alle Nachfolgekriege ziemlich angeschlagen in ihrer Fähigkeit, Zeug zu produzieren. Ja? Und damit ja, ähm, war es halt ziemlich äh, schmal um die ganzen kapellanischen Verteidigungs- äh, Materialien bestellt. Genau, also äh, die, die Haustruppen sind maximal dezimiert worden. Ähm, das ist das, was äh, Regimente, die vorher äh, aus Hunderten von Max bestanden haben, äh, die bestanden halt äh, nur noch aus ein paar Dutzend. Ähm, und ähm, das ist, Verluste konnten halt nicht mehr, nicht mehr ne, nachproduziert das werden, sicher. nicht mehr nachbesetzt werden. Ähm, das Ganze, das hat sich dann auch auf die, äh, die kapellanische... Gesellschaft wieder gespiegelt, äh, die halt ja, am, am Boden war an der Stelle ähm, und ähm, das ja das ist dann halt so die Grundvoraussetzung äh, im Prinzip für den Start äh, in, äh, in die Jahrtausendwende. Ähm, kapellanisches Militär, kapellanisches Volk ist im Prinzip am Boden zerstört und ähm, genau. <laughs> Ja, und wenn es interessiert, deswegen ist der Kampf auch so lustig und deswegen kenne ich ihn. Ähm, lustig. Der, ja. na, der, den Kampf gibt es im Northwind Highlanders szenario Back. Mhm. Für alle, die das mal nachspielen wollen. Genau. Northwind Highlanders, für alle, die sich denken, ja, Moment mal, Hoshi, was erzählst du denn da? Northwind Highlanders äh, sind zu dem Zeitpunkt äh, eine von den Hauptzöldeneinheiten von Haus Liao. Ja, genau. Genau. Also. Mit dem großen Verrat im vierten Nachfolgekrieg. Genau. Da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, auf Ingrid äh, äh, folgt dann wieder ein, ein schöner Name Tormax Liao. Ja. Den kenne ich noch. Also heißt sich ein später nochmal Tormax Liao? Nee, Tormano meinst du wahrscheinlich? Tormano, ja, genau. Genau. Alter war nicht von mir, weißt du? Ja. Mit dem was du doch öfters Mal da, ne? also verstehst du ne? ja. Ist auch zum Genau. Ähm, gut. Äh, Tormax Liao ähm, hat wieder angefangen, äh, das äh, das Militär aufzubauen. Ähm, aber im Prinzip muss man sagen, ähm, das das Ganze, das äh, kam nie wieder zu seiner äh, zu seiner zu seiner Glorie auf. Ähm, er fokussiert sich bei der verteidigung äh, jetzt auch mehr auf die äh, auf die industriellen zentren, äh, industriellen zentren äh, namentlich zum Beispiel äh, Tikhonov. Tikonow ist einer von den welten, wo halt äh, am meisten äh, rüstungsmaterial für die konföderation hergestellt wird und äh, weil ne, aufgrund der der äh, geografischen Lage ähm, ist es äh, ist das halt auch ein gern gesehenes Ziel für äh, für das haus d'avion gewesen Deswegen da die Verteidigung auf jeden Fall standhalten musste. Ähm, ja, äh, Thormax Max Liao, wie gerade eben schon beschrieben hat, äh, äh, regiert über ein, über ein Reich, das in Trümmern ist. Ähm, jetzt bitte keine äh, DDR-Hymne im, im Hinterkopf summen. Ähm, das ist äh, er, äh, er, er hat äh, von den von den äh, ursprünglichen äh, 129 Mech-Regimentern, äh, die es um die, äh, in der Jahrtausendwende äh, theoretisch mal gab, gab es da im Prinzip nur noch die Hälfte davon, ähm, ungefähr 60 Regimenter und, äh, kurzes, äh, und davon bestand eigentlich ein Großteil davon nur aus Söldnern. Das ist so die Ausgangssituation für das kapellanische Militär. Das heißt, es ist äh, de facto eigentlich nur über, über den Sold an Söldner existent. Ja, war ähm, denn so? Also gab es da genug Söldner, um damit auch zu sagen, äh, hier, Davion greift uns nicht an oder Davion? Also es, es gab immer mal wieder äh, größere Söldeneinheiten, die sich auch für, äh, für die Konföderation äh, interessiert haben, wie Hoshi ja gerade eben schon gesagt hat. Also die, die zahlen nicht nur nicht nur gut in, in C-Builds oder halt in L-Builds, sondern äh, die... Äh, die äh, Geben dann dementsprechend auch direkt äh, Ländereien mit sich. Dann halt auch mit der Aufforderung, herzlichen Glückwunsch, dieser Planet gehört jetzt euch. Ähm, und äh, by the way, den müsst ihr auch nebenbei verteidigen, deswegen have fun with it. Ähm, aber mit diesem äh, militärischen Rang äh, hat man auch, äh, äh, hat man auch, äh, ja den äh, der, die die Kontrolle über äh, über die Ländereien bekommen und konnte da dementsprechend dann halt auch für sich dann halt Steuern einziehen und so weiter und so fort. Das heißt also, es war schon für die Söldnereinheiten auch ein interessanter Deal. Mhm. Also deswegen so äh, namentlich Northwind Highlanders ist, ist eins davon, die Kearney Highlanders äh, gehören dazu. Ähm, aber auch viele andere bekannte, ähm, bekannte Namen äh, äh, wie die äh, Tower City Rangers waren das, glaube ich, oder verwechsel ich die gerade mit den Vereinigten Sonnen? Ähm, nee, ich schon, ja. äh, die halt da ähm, im Dienste der Konföderation viele, viele Jahre, Jahrzehnte, dann halt die Verteidigung übernommen haben, beziehungsweise. Das war einiger Zeit glaube ich auch die Eridani, oder? Eridani ähm. Light Horse, ja. Gut, aber. Einer unserer Lieblings-Liao-Kanzler betritt dann im, um die Jahrtausendwende so langsam die Bühne. Wie aus den Romanen ja auch bekannt. Gerade das Schwerden der Dolch ist, ist er drin vorgekommen. Aber dann später auch in der Warrior-Trilogie ist Maximilian Liao, der jetzt auf die Bühne tritt. Maximilian Diabolo Liao, wie sein netter Beiname. Äh, gekürt wurde jemand der äh, die politische äh, politische ränkespiele äh, sehr gerne gemacht hat als auch halt militärische ähm, hat sich in ziemlich viele sachen eingemischt ähm, bevor ich auf das äh, eingehe was äh, was auch schon in den roman äh, dann beschrieben worden ist also er äh, er hat aktiv dafür gesorgt äh, dass es äh, an der grenze zwischen äh, haus kurita und haus d'avion äh, dann halt zu äh, instabilitäten kam er hat sich eingelassen äh, auf der Marek-Seite äh, mit äh, den Brüdern. Das heißt, äh, Anton Marek ähm, hat er stark umworben äh, und hat auch, da, äh, hat auch äh, angeboten, äh, äh, eine Heirat zu machen zwischen Anton Marek und äh, seiner Tochter Liao. Ähm, Naja, Für Anton äh, Marek ging das nicht so gut aus. Ähm, der hat sich dann ja schlussendlich mit den äh, mit den zu stark angelegt, ähm, was dann dazu führte, dass, äh, dass an der Stelle der, der seine seine Unterstützung ja ins Leere verlaufen ist ähm, und was auch natürlich aus den Romanen bekannt ist, er hat versucht mit einem Double von Hanse Davion äh, Unmut auf der Seite zu generieren. Magers von abgesehen, dass er äh, ein äh, ziemlich guter Freund von ähm, von einem äh, Michael Hasek Davion war, äh, mit dem er paktiert hat, äh, um halt auch äh, da an der Stelle Instabilitäten genau, zu Genau, lustiges kreieren. Side -out. es war ja Maximilian, der auch den Kon Contract von den Wolfs-Dragonern an, Anton Marik, weitergegeben hat. Ja. <laughs> ja gut, ähm, Maximilian Liao hat, äh, hat den, den Zahn, der äh, hat äh, innerpolitisch ähm, die, die Macht an sich gerissen. Das heißt, er hat also im Vorfeld vor der offiziellen Machtübernahme einen äh, aktiv äh, gegen Tormax Liao, der seinerseits äh, übrigens auch Gründer der Todeskommandos war, ähm, äh, aktiv äh, dafür gesorgt, dass, äh, dass er die Kanzlerschaft bekommt, weil er Tormax als schwach empfunden hatte. Hat das Ganze dann äh, begründet mit. Äh, äh, religiösen, ja, religiösen Wendungen, die, äh, die sich halt jetzt durchsetzen müssen. Ähm, der hat also mit allen Mitteln gespielt und in allen Richtungen äh, dann halt agiert. Gerade äh, an der Stelle halt Novum zu seinen Vorgängern und hatte damit dann ja auch eigentlich Erfolg, muss man an der Stelle sagen. Er hat zumindest mal, äh, mal ein bisschen Ruhe reinbekommen in seinen Staat natürlich gab es immer wieder reibereien äh, gerade an der davion grenze aber ähm, im wesentlichen hat er äh, hatte da die konföderation in, äh, in einen gewissen aufwind gegeben und hat äh, auch außenpolitisch äh, große erfolge erzielt indem er äh, indem er haus marek vorher ja einer von den großen Erzfeinden, und haus kurita an einen tisch bekommen hat um das äh, äh, um das äh, kapteien ähm, ja wie würde man ins Deutsche übersetzen? Captain Accords, also die Übereinkunft von, von Captain. Ka genau, das Bündnis von Captain unterzeichnet hat. Was natürlich in allererster Linie der, der krasse Gegen, äh, Gegenpol darstellte zu der Heirat äh, zwischen Haus Davion und Haus Steiner. Ja, dann kann ja nur alles gut werden. Ja, das ist. Äh, das lief alles super, ne? Das ist. Äh, passt. Ähm, also, äh, Maximilian Liao äh, ist, äh, ist äh, so genial, er auch war, so wahnsinnig war er auch. Das heißt, er ist, äh, der ist von sich aus äh, dann auch so wahnsinnig, äh, so wahnsinnig, wie er ist, dann halt auch in, äh, in die Klapse gegangen, ähm, weil es irgendwann mal zu viel wurde. Das heißt, das, was auch in den Romanen ja äh, beschrieben worden ist, eine von diesen, von diesen Kernen. Äh, Punkten, wo man wirklich erkannt hat, äh, dass, äh, dass, äh, dass er wirklich durchdreht, das war, äh, das war zumindest für mich, äh, die, äh, die Beschreibung der Hochzeit ähm, genau. <laughs> oder die Ankündigung der Hochzeit, wo, äh, wo er seinen Bediensteten zusammengebrüllt hat, die sollen die Teller von den, äh, von den Gästen einsammeln, weil das sind Pläne für die Angriffsziele von Haus Davio und ist dann quasi mit den, noch, mit den noch, noch dreckigen Tellern dann in Richtung Landungsschiff gerannt. Damit er so schnell wie möglich wegkommt, das ist, das war schon, das war schon gut. Die Szene musste ich mir ein paar Mal durchlesen. Die war <laughs> Ja. Also, ähm, Maximilian Liao äh, hat den, äh, hat den äh, vierten Nachfolgekrieg äh, dann quasi in einem äh, mentalen, äh, äh, destabilen Zustand miterleben dürfen. Ähm. Sein. Äh, die Nachfolge ist angetreten worden durch eine weitere berühmt-berüchtigte Liao-Kanzlerin. Na, wer darf es erraten? Romano. Genau, genau, die Irre. Genau, war jetzt oh. so vom, vom sanity grade die, die Irre, die ihren, ihren Vater ins, ins, ins Asylum eingewiesen hat. Genau, genau. So viel zum Genpool. Ähm, Man muss dazu aber noch sagen: Maximilian ist dann. Uh, nicht viel später im, uh, in der Klapse uh, gestorben, eines natürlichen Todes. Er wurde nämlich in seiner Zelle erhängt, aufgefunden. Ja, ja das, das passiert. Ne? Her Herzinfarkt, ja. ne? Autounfall, erhängt, passiert. Ähm, ja, äh, äh, Romano Liao ähm, hat die äh, Situation vorgefunden, dass die Konföderation Capella im vierten Nachfolgekrieg äh, Im Schwitzkasten äh, zwischen dem erstarkten, äh, 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 zwischen dem jetzt gegründeten äh, Staat äh, 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 Vereinigtes Commonwealth äh, ordentliche Gebiete verloren hat. Äh, das heißt, sie war auch äh, erstmal in der Situation, wo sie das Ganze wieder stabilisieren äh, sollte. Äh, ihre äh, eigentliche Feuerprobe, damit nicht alles in den Bach runterging, äh, war ein. Äh, war ein Angriff äh, der, äh, der Grafschaft Andurien und, der, äh, und des Magistrats Konopus, was versucht hatten, von der Seite noch ein bisschen was abzunagen. Äh, aber Romano Liao, aufgrund von ihrer äh, doch guten Führerschaft, muss man an der Stelle auch mal sagen, äh, hat das Ganze eigentlich ganz gut verkraftet und, äh, und den Angriff dann ganz gut abwehren können. Ähm, Gute Führerschaft, das hast du jetzt gerade wirklich gesagt, ne? Ja, weil sie hat nämlich innerhalb der Konföderation aufgeräumt. Ähm, sie hat alle, äh, alle äh, Leute, die nicht ihrer Meinung waren, aus dem Weg geräumt. Ach so, ähm, ist eine gute Führerschaft, jetzt verstehe ich, ja, okay. Genau. Ja, also ich meine, Widersprüche, ne, das ist, ist nie gut, ne? So wie in jeder Firma auch, ne? Ja, genau, so ist es. Mhm. Ähm. Um halt äh, dem ganzen Nachdruck zu verleihen, hat sie halt die, äh, die Maskirovka äh, dem, äh, dem Geheimdienst äh, da dann halt auch mehr Befugnisse gegeben und mehr finanzielle Mittel, äh, um dann halt ihre Interessen durchzusetzen und hat äh, da dann auch noch ein paar Attentäter spendiert. Na gut, ähm, ja. Hatte äh, einen riesen Vorteil, ne? Also sie hat sich, sie hat sich äh, aus, aus so ein paar Gemetzeln, die dann so entstanden sind, rausgehalten, ja? Also Krieg von 3039 oder so? Ja. Und dann darauf folgt ja relativ flott die Clan-Inversion, ne? Genau. Aber das ist so, so die, die Fußnote an, an, an der Stelle ist eigentlich, bei ihrer ganzen Paranoidität, ähm, ne, das ist äh, äh, eine von, von, von den Battletech-Sternstunden äh, ist die Warrior-Trilogie, ne, Zweifler äh, lasse ich da gar nicht zu. Ähm, das ist, die, die Bücher, die sind echt gut. Ähm, bei der ganzen Paranoidität, die sie beschrieben hatte, ist äh, allerdings das auch äh, maximal in die Hose gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die Clan-Invasion hatte gestartet. Ähm, äh, Romano Liao hat den den Tod von ja von ihrer Schwester, Can, äh, Candens Liao und Justin, äh, Justin Chiang Liao befohlen, ist mit dem Mord an ihrem, das ist ein Schwager, richtig? Ja. Ihr Schwager, genau. Genau. Äh, am Mocht des Schwagers hat hingehauen, an ihrer Schwester leider nicht. Ähm, und ähm, die hat sich dann damit gerecht, dass sie, äh, dass sie Romano Liao und äh, ihren, ja, im Prinzip den Samenspender für, äh, für ihre Kinder ähm, selbst gekillt hat. Und hat in den nächsten Kanzler, Sun Tzu Liao, absichtlich am Leben gelassen. Genau. Der ist der größte Kanzler, der aus in die Geschichte einging. Genau. Der stimmt. Und der auch das geschafft hatte, was alle seine, äh, seine Kanzler vorher zu Zeiten des Sternbundes nicht geschafft haben. Er ist nämlich äh, zum, als allererster zum äh, ersten Lord des Sternbundes nach, äh, also mit, äh, mit, äh, mit der Neuausrufung des Sternbundes gekürt worden. Und zwar einstimmig. Möchtet ihr damit sagen, dass er nicht verrückt war? Nicht ganz so verrückt. Nee, das würde ich jetzt auch mal so sagen, ne? Das ist ja, äh, der war nicht so übel. Er also, war vor ähm, allem sehr politisch gewandt, sagen wir man so. Also, der hat sich, äh, ich, ich würde sagen, der hat sich immer die Option offen gelassen, um das, um das mal so auszudrücken. Also, ähm, 3052 ähm, ist die Situation, dass. Äh, dass Thomas Marek äh, rausbekommen hat, dass, äh, dass, äh, äh, dass Hanse-Davion ähm, seinen Sohn auf äh, New Avalon durch ein Double ausgetauscht hat. Äh, das ist natürlich dann so ein Flaming Point, wo gerade zum, äh, zum Hoch der, äh, der Clan-Invasion da die Allianzen dann sofort am Zusammenbrechen waren, weil die innere Sphäre ist auf, äh, auf, die, auf die Rüstungslieferung vom äh, von der Liga Freier Welten angewiesen gewesen. Ähm, und in dieser Situation äh, ist, äh, äh, hat Sun Tzu Liao äh, sich mit äh, der Tochter von Thomas Marek, und zwar Isis Marek, vermählt. Das ist natürlich in dem Gefüge dann auch besonders interessant gewesen. Das heißt, äh, dass äh, die, die ehemaligen Erzfeinde haben jetzt erstmal näher zusammengestanden, was, was schon mal für, für Sun Tzu Liao ganz gut war. Jetzt, so an dem Punkt, wo er dann, äh, dann wieder ein bisschen am Durchdrehen war, ist, äh, er hat gleichzeitig äh, dann eine Initiative ausgerufen, äh, die Chincheng, wenn man das so richtig ausdrückt, ähm, äh, übersetzt das als äh, Neue Geburt, in der, ähm, äh, in der äh, sozusagen das, das kapellanische Volk wieder, äh, wieder erstarken sollte. Das ging einher mit. Äh, dass die militärischen Ränge äh, ihre chinesischen Ausdrücke bekamen äh, und nicht mehr die äh, nicht mehr die, äh, ich sag mal so, westlichen, wenn man das so nennen darf, Bezeichnung. Ähm, hatte auch viel damit, äh, mit, äh, damit zu tun, dass, dass generell kulturelle ja, Eigenschaften wieder hochgelobt worden sind. Hat allerdings auch auf der Kehrseite gehabt, dass sich Sun Tzu Liao äh, mit der ähm, Comster-Fraktion äh, äh, World of Blake... Äh, alliiert hat äh, und hat quasi damit dann einen großen Gegenpol zum, äh, zum, äh, zum Rest gemacht. Ähm, sie haben dadurch äh, definitiv äh, ihre Fortschritte gemacht, also äh, die äh, dass die Situation, die noch äh, 50 Jahre vorher in der Konföderation Capella waren, ähm, dass alles am Boden lag, äh, wurde dadurch dann halt äh, drastisch viel besser, aber das kam dann halt natürlich zu einem Preis. Und das ist dann im Prinzip äh, zu dem Zeitpunkt gewesen, wo äh, dieser religiöse Fanatismus äh, dann halt äh, überhand genommen hatte und es dann äh, zu, dem, zu den Ereignissen des sogenannten Schwarzen Mai kam, wo seine Schwester Ka äh, Kaliliau äh, einen Giftgasangriff äh, auf St. Ives, äh, also auf mehrere Welten in, in der äh, St. Ives-Kommunalität durchgeführt hat. Im Amt zu sein, als erster Lord des Sternbundes zu haben und eine Schwester zu haben, äh, die auf äh, fremden Welten äh, da äh, Massenmord äh, begeht mit Giftgas, ist nicht ganz so schön. Nee. Und nee. sogar dieses Amt schützt einen davor nicht. Ja, ganz schlechtes Karma. Genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, da hat er allerdings auch nicht aufgehört. Ähm, das heißt also, äh, er hat dieses, dieses Momentum äh, genommen und hat sich dann auch äh, umgeguckt nach den anderen Staaten, äh, die, ähm, die es so im Umfeld gab. Ähm, er hat sich dann mehr an, in die äh, Peripherie-Staaten gewendet, das heißt also das Magistrat von Kanopus und das Taurus-Konkordat und hat mit denen äh, die Trinity Alliance gegründet, äh, die halt ein großer Gegenpol dann halt äh, für, für Davion waren. Ähm, weil das äh, da auch viele, viele Feinde, die, die traditionell immer was gegen Davion hatten, äh, da dann halt in einem Bund zusammengeführt waren. Und ja, das, das war schon eine Machtposition, die man nicht ignorieren konnte. Fun Fact dann auch am Rande: ähm, nicht nur in, äh, als Bedrohungslage hat er dann da ähm, die, äh, die, die ganze Situation dann halt weiter aufgebauscht, sondern äh, er hat auch unter anderem durchgesetzt, das Taurus-Konkordat einen äh, ständigen Sitz äh, im Sternbund hat. Aber gut, ähm, wir wissen alle, was danach kam. Irgendwelche religiösen Fanatiker, teilweise aus der Konföderation Capella kommt, äh, aber hier in der Form äh, des World of Blake, äh, haben dann äh, ihren Dschihad durchgeführt und das ist selbstverständlich nicht nur äh, äh, nicht an der Konföderation Capella vorbeigegangen. Die Konföderation hat unter den äh, unter den Angriffen genauso gelitten wie alle anderen auch und im Endeffekt ähm, muss man das so sagen, dass äh, die Konföderation nur äh, also das eine der Gründe waren, dass die Konföderation Kapella da nicht komplett zugrunde gegangen sind, ist es durch die äh, durch die Unterstützung äh, der, ja, äh, aus der Allianz kommend mit den äh, mit dem äh, ähm, Magistrat Konopus. Und halt auch durch, äh, durch eine charismatische Figur namens Devlin Stone. Yay, der Mann aus dem Nichts. Genau, der aus der Gefriertruhe. Hm, egal. Ja, das kam ja später. Genau. Ja, den Namen hab ich schon mal gehört. Aber zu der Zeit hat man auch der Verstand von Sun Tzu ein bisschen winke winke gemacht. Genau, äh, Sun Tzu Liao äh, hat dann auch ein im Prinzip an alle möglichen gelitten, was man so an Krankheiten bekam. Ähm was äh, was eigentlich äh, dazu geführt hat, äh, dass man äh, dass man äh, ihn im Jahre 3113 äh, bei äh, der äh, ja bei dem äh, bei der Schlacht um Liao äh, für, für tot erklärt hatte und in der sogenannten Nacht der Schreie ist er dann äh, zur Göttlichkeit emporgestiegen. Genau, er ist nicht gestorben. Genau, und das waret die Konföderation. Nee. Ähm was so ein bisschen blöd ist und das, das muss ich dann sagen, das ist so eine von diesen, nee, mag der ohne nicht. Ähm, man hat ihn einfach dann genommen und hat ihn in eine Kryokammer kammer gesteckt. Das ist so ein, so ein, so ein Plot-Twister, muss ich sagen. Das ist okay, dann lass ihn doch sterben. Weil dann wäre er weg. Aber so, so der, der, der Messias aus der Tiefkultur, ja, weiß ich nicht. Bin ich nicht so der Freund von. Aber gut. Wir ähm, halten fest oder mag keine Tiefkühlkost Nee, nee, das muss frisch sein. Äh, ihm folgte äh, Daoshen Liao. Äh, Daoshen äh, war dann wieder äh, wieder mal ein Liao, äh, der der wusste äh, in, in welcher Schrift sein, äh, sein Nachname geschrieben wird. Ähm, das heißt, der hat erstmal, äh, erstmal äh, wieder seine klaren Fightbilder gehabt. Ähm, das heißt, äh, er hat wieder äh, sich aktiv mit dem Haus Liao angelegt. Äh, Quatsch, mit dem Haus Davion angelegt. Er hat sich aktiv äh, mit der Republik der inneren Sphäre angelegt. Hat dann auch äh, zwei große Invasionen geplant in die Fortress Republic. Gingen beide leider schief. Gut, was soll man da machen? Ähm, aber ähm, er hat zumindest noch eine Sache gemacht, was sein, was seinen Vorgängern immer wieder im Dor äh, ein Dorn im Auge war. Und zwar äh, war er maßgeblich äh, daran beteiligt, äh, äh Northwind einzunehmen und damit die Heimatwelt der Northwind Highlanders und hat damit die Schmach aus dem dritten Nachfolgekrieg gerecht. Da passen immer schöne Sachen dabei, kommen immer dabei raus. Ja. Und das ist der Stand, in der sich die Konföderation jetzt. Zum Ende des äh, äh, oder zur, zur macquarie dark Age Linie darstellt. Wie schätzt du denn? Also, ich meine, Liao oder die Konföderation Capella war ja mal eine, eine ganze Weile quasi kaputt und dann hast du diesen Aufschwung erlebt, okay, alles klar. Aber wie schätzt du denn jetzt so die, die Zukunftsperspektiven von Liao an? Ich meine, Davian hat ja auch nach dem Dark Age ziemlich auf den Keks bekommen. Die Marx sind ja äh, trotz aller Anstrengungen weiterhin irgendwie im, im Bürgerkrieg irgendwie gefangen. Äh, Haus Kurita hat es ja durch die Clan-Invasion äh, auch ziemlich gebeutelt, dann interner. Dann haben sie ja Davian an der Davian-Front sich halt dann auch ziemlich äh, gütlich getan und auch Davian äh, unter äh, Bedrängnis gemacht. Und Steiner hat es ja durch die jade dann ziemlich gebeutelt. Ich meine, das bringt doch eigentlich. Liao schon fast in so einem kleinen Sweet Spot äh, mit Möglichkeiten zu neuer Blüte, oder? Also, Haus äh, Liao hat, äh, also, mh, die Ausgang äh, ich gebe dir recht, die Ausgangsposition äh, ist eigentlich ganz gut. Ähm, äh, das Einzige, was, äh, was bei Haus Liao so ein bisschen zu vermissen äh, äh, lässt, zumindest mal für, für, den, für, den Zeit, äh, für die Zeit im, im Macquarie Dark Age, ist, äh, die haben wenig Allianzen mit. Mit Klanern. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, äh, aber im, äh, im Dark Age äh, ist es so, dass äh, die Steel Wolves äh, und auch die Spirit Cats äh, kreuz und quer in der, äh, ja, nicht ganz kreuz und quer, aber schon ein bisschen breiter verteilt sind in der inneren Sphäre. Äh, und äh, darüber dann halt auch immer mal wieder so so, ja, so Möglichkeiten äh, beziehungsweise Situationen hervorrufen, die, die äh, dann so die klassischen Häuser für sich äh, positiv beanspruchen. Und äh, Haus Liao, aufgrund von, äh, von der Situation, dass sie halt aus diesem religiösen Fanatismus raus sind und, in, äh, und quasi äh, das jetzt auch ein, äh, ein Teil von ihrer, äh, also ein erstärkter Teil in der Kultur ist, ähm, machen die sich das Leben da sehr schwer und lassen wenig Einfluss von außen zu. Das heißt also, die müssen das alles selbst stemmen. Und ich glaube, das wird dann auch ein, ein Schwachpunkt sein. Also ähm, generell ist, ist das auch über die, äh, über die Geschichte des Hauses Liao, also die, die, dieser religiöse Fanatismus war natürlich seit Stunde 1 ähm, so ein bisschen ständiger Wegbegleiter, hat dann so in der, äh, in, in der Blüte, wo es dann hinging äh, zum, äh, zum, zum ersten Sternbund, ist das eigentlich mehr oder weniger unter den Tisch gefallen und dann später dann halt, wenn es so um die 3000er-Wende ging, also Maximilian Liao im Speziellen. Ähm, wo man äh, quasi so diese diese, diese Einigung äh, des, äh, der Kultur äh, mit diesen mit diesen äh, traditionellen Leitbildern dann halt wieder untermauert hat. Ähm, hat man da, glaube ich, viel verspielt, äh, um mögliche Allianzen dann halt auch zu gründen. Also das man muss immer mal sehen, äh, Haus Davion und Haus Liao waren an mindestens zwei Punkten der Geschichte so nah, dass man hätte eine Allianz schmieden können. Gut, einmal hat äh, Haus äh, Liao gesagt, um Himmels Willen, du bist viel zu hässlich, lass das mal sein. Und das zweite Mal ist es im Prinzip äh, nicht zustande gekommen, weil, Haus, äh, weil das Militär von Haus äh, Davion äh, nicht bereit war für eine Allianz mit Haus Liao. Hm. Und ähm, jetzt so in der Situation, äh, nehmen wir mal einfach mal Sun Tzu Liao. Sun Tzu Liao traut keinem. Ähm, Mag jetzt auch aufgrund der Historie liegen, er hat, sein, äh, er, er hat Maximilian Liao live mitgekriegt äh, und seine Durchdreher, er hat seine Mutter mitgekriegt, äh, Romano Liao, seine Schwester Kali Liao und ähm, wenn man das dann jetzt mal nimmt, äh, Dao Shen Liao, äh, hat das, äh, hat das äh, natürlich auch irgendwo im Hinterkopf, was alles da in, in, der, in den letzten 50, 70, 90 Jahren äh, ja, mit seinem Haus. Und da hat er auch eine verrückte Schwester, die Killin Liao, ne? Genau, genau. Die ich sagen, sich selbst, selbst glaub, glaub, geglaubt hat, dass er eine Göttin ist. Genau, dazu das muss ich dann jetzt sagen, das ist, das ist wieder so eine Sache, MacWarrior Dark Age ist äh, Battletech 2.0. Ne? Man nimmt so ähnliche Stories und macht dann genau dasselbe nochmal. Das finde ich dann an der Stelle so ein bisschen schade. Mhm. Also da hätte, man, da hätte man mehr draus machen können. Aber Ja, das ist ja eine... Entschuldigung, tut's ja erst, Toshi. Ähm, es gibt also Andeutungen, äh, ähm, dass das Liao mit mit äh, zeitweise mit Jacob Benson in im ähm, ja sagen wir mal halt im Ko 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 wie sagt man kollaborieren war am kollaborieren mhm. war, ähm, war genau am kollabieren war, ähm, obwohl sie ihn dann später irgendwann einmal auch versucht hat umzubringen glaube ich oder so mhm. ähm, ja. Und, und Jacob Branson wird, wird oftmals so angedeutet, dass er eventuell als der reichste Mann der inneren Sphäre ähm, verantwortlich war für den äh, Niedergang des HPG-Netzwerks. Ähm, aber das sind halt alles Andeutungen und ich glaube, aus dem Ganzen hätte man eine richtig geile Story machen können. Ja, aber ich meine, gut. Äh, äh Jack Bezos, äh, ich meine, äh, Jacob Benson äh, ist, äh, was das angeht, äh, glaube ich, einfach so auch seinen persönlichen Größenwahn und seine Hybris dann halt zum Opfer gefallen. Okay, aber also, ich glaube, eben genau an die, aus dieser äh, Rolle, Kilin Liao, Jacob, Shen, äh, also aus diesem Triple Feature gemeinsam mit den ähm, Vereinigten Sonnen und den ganzen, äh, sage ich mal, Gebieten, die von den Clans ja noch immer ein bisschen am... Ähm, äh, leiden waren, sage ich mal, ja, teilweise, oder sich wieder auf, aufbauen haben müssen, ja. hätte man eine echt geile Story machen können, warum das HPG-Netzwerk zusammenbricht und nicht einfach sagen, Dark Age. Ja. Naja, ja, ja, ein bisschen haben sie es ja schon auch äh, erklärt. Ne? Das war ja mit, mit Absicht sozusagen, um auch die, das war ja St Strategie vom äh, Devlin, ne? wenn ich mich nicht recht äh, entsinne, äh, ja, schon, so. aber man hätte es, man hätt's irgendwie sanfter hinführen können zur Dark Age. Und nicht so kaboom. Ja, genau, das war ein bisschen mit der mit der Brechstange sozusagen. Ne? Genau. Mhm. Also, man kann schon ein Reset machen. Tut dem Ganzen auch vielleicht gut, uh, muss, man, muss man alles sagen, ja. Weil es war schon sehr hochgerüstet so der zu Ja, der wahnsinnig, Zeitfrage. ja. Aber man hätte es man ein bisschen anders umsetzen können. Und dazu muss ich sagen, so, so die Ausgangssituation, ne, das ist die äh, äh, Sun Tzu Liao ähm, äh, schmeißt irgendwann ja äh, Isis Marik an der Grenze raus und sagt, pass mal auf, ne, dass du weißt, wo du hergekommen bist. Ähm, die Allianz mit, äh, mit äh, Magistrat Con äh, Canopus, äh, Dao Shen Liao äh, hat ja auch äh, eine Tochter und einen Sohn. Ja, ich glaube schon. Ähm, äh, die eine ist äh, Danai, äh, Danai Centrella Liao. Das heißt also, da, da ist ja schon dann, äh, dann äh, ein Familienbündnis entstanden und ähm, es, es findet so, äh, so ein Shift statt und äh, das 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 da hätte man viel draus machen können. Also das das ist, eine, das ist ein unheimlich interessanter Ausgangspunkt. Ne? Und dann kam halt der der Jihad. Das, das war, das war halt ein bisschen blöd. Ja. Aber wollen wir noch mal ganz kurz äh, noch erzählen, äh, wie Dark Edge, äh Wie's, wie Liao durch Dark Age kam und dann jetzt bis zur aktuellen Zeitlinie? Ja, das Gut, war's ja gerade. Die, die Regierungsperiode von Daoshen Liao ist, äh, ist das Dark Age. Ja, ich meine, was in der passiert, außer jeder gegen jeden und mit Farm ah, okay. Battlemax. Ähm, ja, äh, die Republik der inneren Sphäre gründet sich. Äh, äh, das, äh, das ist ja im Prinzip in diesem, in diesem, ja, sagen wir es mal, äh, Machtvakuum, äh, was, was um Terror herum sich bildet. Ähm, äh, das ist also das im Prinzip das alte Sterngebiet, was vorher äh, die Terranische Hegemonie war. Ähm, ein paar Staaten kommen damit ganz äh, ganz gut klar äh, mit, äh, mit diesem äh, ja, mit dieser neuen Pufferzone, die da entstanden ist. Ein paar wiederum nicht. Äh, gerade Haus Liao äh, findet das als einen großen Affront, weil äh, das sind halt Welten, die haben sie halt äh, dann. Über, äh, über über Jahrtausende inne gehabt. Äh, dann hatten sie mal für eine kurze Zeit äh, die ja, verloren. Ne? Zum Beispiel äh, zu Zeiten der Chaosmarken, äh, wo, äh, wo sie da nicht die direkte Kontrolle äh, drin hatten. Ähm, und äh, das die Republik der Inneren Sphäre ist halt für, äh, für Haus Liao und Daoshen. Äh, halt ein Dorn im Auge. Deswegen haben die da ständig dann halt auch Krieg geführt mit den Mitteln, die denen halt zur Verfügung standen. Gleichzeitig dann halt äh, die die Auseinandersetzung mit Haus Davion, äh, die halt dann auch nicht äh, nachgelassen hatten. Aber ähm, an der Seite war es im Prinzip relativ ja relativ langweilig, wenn man jetzt mal schielt in die andere Richtung. Was da ablief mit dem Einfall von, äh, von äh, äh, ähm, Clan Jadefalke äh, und den Steelwolves, ähm, da ging dann halt wesentlich mehr Action ab. Mhm. Genau, also die, die Action ist halt dann in der Zeit relativ nicht konsistent beschrieben, auch glaube ich. Ne? Ja, also das da, ist da die. Da gibt einfach zu wenig Material dazu. Also, ich meine, die haben sich, die, die haben da Rebellion an, äh, angezettelt in der Republik und, ja, aber das ist jetzt, äh, ja, das sind mehr so, mehr so planetare Ereignisse. Also, so großartig ist da nichts passiert. Also, wie gesagt, Dao hat zweimal probiert, äh, diese, diese Festung, äh, diese Fortress Republic zu knacken. Gerade auch, als er mitgekriegt hat, dass Julian Davio, ja, ich glaube, Julian Davio heißt er. Ja. Ähm, aktiv von, äh, von den Vereinigten Sonnen äh, in die in die äh, Fortress Republic reinkam. Das wurde ihm durch seine Geheimdienste mitgeteilt. Ähm, also muss es eine Möglichkeit geben, wie man da rein konnte. Und naja, da hat da hat er halt einige Ressourcen verschwendet, um das halt zu knacken. Hat nicht auch Dinge passieren. Genau. Aber so mal generell gesprochen. Ähm, wenn man mal guckt, äh, aus äh, Haus Liao hat immer äh, hat immer mal wieder äh, an sich knabbern lassen, hat dann wieder ein, ein bisschen was zurückerobert, hat größere äh, Gebiete verloren, hat kleinere Gebiete verloren. Äh, die Abspaltung äh, des äh, äh, St. ives pakts äh, ist dann natürlich auch drin zu erwähnen äh, mit Candace Liao an der an der Spitze. Ähm, das sind alles so äh, so Sachen, die äh, die trotzdem dazu geführt haben, dass dieser kleine Staat nicht auseinandergebrochen ist. Ähm, der war aber regelmäßig äh, an dem Punkt, wo er äh, entweder einen großen Sprung nach vorne hätte machen können oder halt maximal, dass er alles verliert. Das heißt, er ist immer zwischen den Extremer hin und her getingelt. Im Gegensatz dazu dann halt äh, Haus Kurita, Haus Steiner, äh, die halt äh, relativ stabil waren. Oder halt Haus Marek, die halt mehr damit beschäftigt die, äh, waren, sich gegenseitig umzubringen äh, als... Als im Prinzip mal an einem Strang zu ziehen. Aber das lag halt auch an dem politischen System von denen. Das ist der Grund, weswegen ich Haus Liao im Prinzip so von meiner Favorite-Liste immer auf Platz 2 habe. Von den das Häusern der inneren Sphäre. Das ist interessant, weil bisher war, also tatsächlich, jetzt durch deine Ausführung finde ich es jetzt inter wesentlich interessanter als vorher. Vorher war Haus Liao immer, das sind diese Verrückten. Klar, die hatten auf jeden Fall einige Verrückte, die ja auch durch die Romane, die wir ja primär gelesen haben, sehr im Vordergrund standen. Aber da gab es ja doch auch einige geistreiche Gestalten. Allein hier Otto von Bismarck alias Leao, ne? Ja. Und auch einige mehr. Also von daher finde ich, dass das Haus Liao hat für mich jetzt gerade durchaus ein Profil gewonnen. Genau. Also das, das Thema ist halt, dass zu der Zeit, wo jetzt die meisten Romane spielen, hat man halt hauptsächlich mit Maximilian Romano und dann Tzu zu tun, ne, den Bekloppten halt, ne. <laughs> genau. Ja gut, wenn wir das mal so geschichtlich einsortieren, ne, das ist, wann sind diese Romane geschrieben worden und von wem, ne? Das heißt also, ähm, das, das war ja dann auch schon Schon so ein bisschen noch mit, äh, mit, den, äh, mit den Impressionen aus dem Ka aus dem Kalten Krieg halt so im, im Hinterkopf, ne? Das war dann halt so, ja, das, das sind die bekloppten Chinesen, ne? Das ist, da kann nichts Gutes bei rumkommen, die sind alle wahnsinnig. Ähm, und dann hat man schnell dann halt so ein paar Stereotype dann halt definiert. Ein paar. Ähm, genau, ein, einige wenige. <laughs> ähm, und ähm, im Prinzip die, die ganze Story drumherum, ähm, äh, die machte das Ganze dann halt erst lebendig. Deswegen ist es. Äh, man muss immer mal äh, gucken, woher, äh, woher diese ganze, diese ganze Story, äh, Story kommt. Zum Beispiel ähm, aufgrund dieser immer wieder diffusen Lage von, äh, von Haus Marek ähm, konnte ich mich nie mit denen anfreunden. Das, ist, das hat sich bei der Gründung des Staates bis dann halt auch in diesem äh, semistabilen ja was sind wir denn jetzt eigentlich ähm, Staat in, äh, in Auflösung äh, zu Zeiten äh, des Dark Age bin ich nie mit denen warm geworden. Nee, tatsächlich also Marek hat mich es auch wirklich ja habe ich gerade gesagt dass Liam mein least, least favorite ist ich glaube ich muss mich noch mal äh, 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 ja dieses dieses ewige jeder verrät jeden ne das ist dann auf Dauer auch ein bisschen bisschen langweilig ne? mhm. ich glaube aber auch das ist äh, mir kommt vor kein einziger der Buchautoren mochte das Haus Marek ähm, und und man hatte aber da so ein blödes Haus unten links dranhängen quasi ja und, und deswegen hat, hat man die immer so quasi auch in dieses, in diese Ecke reingeschrieben, nein nenne ich es jetzt mal. So, die, die, die müssen wir einfach auch mitziehen irgendwo, ne? Und deswegen haben die auch, sage ich mal, von den, von den Schreiberlingen nie irgendwie so eine liebevolle Seitennot mitbekommen. Sie haben es jetzt probiert. Also es, es gibt jetzt ja auch Romane, so die jetzt äh, post Agent ne? Da haben sie versucht, ein bisschen was reinzubringen. Und ich finde, sie haben es versucht, auch mit dem äh, Thomas Marek zumindest mal eine schillernde Figur, vor allem in Hinsicht äh, auf die Ritter der inneren Sphäre. Ne? Mhm. Äh, und das ist auch gut angekommen. Also, die Ritter der inneren Sphäre sind durchaus äh, Favorites äh, von 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 äh, einigen Spielern, weil diese Idee von von Ritterlichkeit halt einfach cool ist oder cool wirkt, mhm. ne? Aber im Endeffekt muss ich sagen trotzdem von allen Häusern doch am Ende des Tages doch das der Schwächste eigentlich, ne? Also vom vom auch von dem vom Impact, den sie hatten. Sie sind so als Waffenschmiede in der Clan Invasion irgendwie und sie sind auch noch dann dazu dann hier der, der der Mutter, die Mutter von, von, von World of Blake dann geworden, was sie jetzt dann nicht äh, besonders in der Fanmeinung wahrscheinlich angehoben hat. Ja, genau. Ja gut, man kann sagen, eigentlich haben sie alle Voraussetzungen dafür, eins der stärksten Häuser zu sein, aber haben sich halt nur gegenseitig äh, auf die Nuss. Genau. Man muss aber jetzt mal sagen, das ist gerade nicht unser Thema, wir sind ja noch bei dem anderen Haus. Ähm, und da ist die Frage: Jetzt kommen wir ja zu zu e clan äh, ära Gibt es da auch irgendwas schon was Neues von denen irgendwie? Oder wie ist da der aktuelle Stand bei denen? Also nach Dark Age. Du meinst jetzt bezogen auf äh, die Konföderation Capella. Genau. Ja, wie gesagt, das ist Il-Clan-Ära. Äh, e äh, äh, ähm, das heißt, der, der Run of Terror wird da ja im Prinzip beschrieben und das, was, äh, das, was danach halt kommt. Ähm, das ist die Konföderation Capella. Und Dao Shen Liao machen da genau das, was sie vorher auch gemacht haben. Also, das ist, da ist jetzt wirklich nichts, nichts so besonders Neues dabei. Äh, äh, sorry, falsch ausgehört. Ich meine, äh, gibt es jetzt auch für, direkt für die neue Bücher Romane oder wo sie nochmal näher behandelt werden oder eher so irgendwie mitgeschrieben? Wisst ist das Ist mir so nicht bekannt. Jetzt muss ich sagen, in der letzten Zeit sind nicht allzu viele äh, neue Battletech-Romane rausgekommen, außer. Ähm, Außer dieses, ach Gott, wie heißt es? Genau, also wir, wir sind ja eigentlich gerade am Anfang dieser ilgnan ära mhm. ne? Also ja. da, da ist einiges noch äh, unbestimmt, was da jetzt eben so im äh, wie sagt man, Nachspiel, Aftermath, von, ja. von mhm. der Eroberung was sich abspielt, ne? Ja, dann sind wir mal gespannt, würde ich sagen. Ja, es kann, kann, kann durchaus äh, witzig sein, nur was mir halt so leider jetzt ein bisschen vorkommt, also ich, ich war total gehypt von, 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 der, von der ganzen Ilclan-Geschichte, aber wie Mona wie schon sagte, im Moment kommt relativ wenig nach. Ja? Und ich, ich hoffe jetzt nicht, dass da quasi so, dass der da, Rampf da draus ist. Wer weiß, vielleicht sind die Verkaufszahlen nicht so, wie Sie sich vorgestellt haben. Kann natürlich auch sein, leider. Ja. Das ist, ja, gut, ja, ich, ist das natürlich logisch, wenn da wenn da nichts verkauft wird, dann kann da natürlich auch ein bisschen der Dampf raus sein. Ne? Ja, gut, also ich meine, das ist wir haben ja jetzt vor kurzem äh, wieder das letzte Humble Bundle gehabt, wo man für, für wenig Geld jede, jede Menge digitale Novellas einkaufen konnte. Ähm, also man kommt jetzt momentan halt auch für, für wenig Geld dann halt an, an, an viel Lesematerial ran. Ja. Mhm. Man muss ja auch sagen, also gerade heutzutage ist ja oftmals Sachen werden so gesagt, es ist ein Flop, aber nur weil die Erwartungen nicht erreicht wurden, aber nicht weil es ein Flop war. Also es wurden ganz viele Projekte sozusagen eingestellt, weil die Erwartungen nicht erreicht wurden, obwohl sie so viel Plus gemacht haben, dass man 80 Jahre in der Badewanne schwimmen kann. Ja, gut. Also ich, ich sag mal so, das ist aber, glaube ich, auch generell immer so ein, so ein Problem, wie du also wo du den Benchmark da setzt ne das ist mhm. BattleTech ist und bleibt halt eine äh, ne Nische ne das ist also viele Leute kennen's, ne aber es sind immer noch definitiv nicht zu vergleichen mit Star Trek Star Wars Warhammer oder oder der ganze Quatsch ähm, ist halt was für, für Liebhaber mit einer äh, und, äh, und einer sehr äh, sehr starken Fanbase naja, hm. warte mal auf die nächste Star Wars Serie, dann könnte es echt sein, dass Battletech mehr Laser hat als Star Wars. <laughs> I knew it. Bist, I du, knew gemein. It. Bist du gemein. Äh, aber vielleicht können wir da nochmal noch kurz einen kurzen Exkurs machen. Äh, die, die, was hältst du von dem Trailer von dieser neuen Start, äh, Star Wars Serie da mit den Jedi in der frühen Republic? Du hast es ja wahrscheinlich gesehen. Also ich habe ein Riesenproblem damit. Ähm... <laughs> um. Und zwar jetzt nicht, was die meisten Leute denken, weil im Internet geht ja diese ganze vogue scheiße rum und so weiter. Ähm, aber das wäre gar nicht mein Problem, sondern mein Problem mit dem Trailer ist, ähm, wenn man sich an den Canon hält, den Disney auch sagt, das ist Canon, ja? also und da sagt, äh, ich glaube es war der Meister Almundi oder so, äh, wir haben seit 10.000 Jahren keine SIS gesehen. Ja, ja. Ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten bei diesem Trailer. Entweder alle Leute, die man in diesem Trailer sieht, sterben am Ende von der Serie. Ja, das habe ich auch gelesen. Oder irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht. <laughs> Und damit habe ich einfach ein logisches Problem. Ja? Das ist genauso wie mein, mein, mein logisches Problem von The Last Jedi. Ich schaffe die ersten fünf Minuten von dem Film nicht. Ja, ja, ja. da bist du nicht allein. Also ich. Will ich mir auch nicht mehr angeschaut. Genau, also das ist einfach, ähm, ich, das ist jetzt, ich weiß, manche Leute sagen, hey, Science Fiction, das darfst du nicht zu so ernst nehmen oder so, ja. Aber ich, ich habe da einfach so einen so Aussetzer bei so, was komplett irgendwie gegen die Logik verstoßt mir. Das ist. Und dann das zweite Problem, was ich damit habe, äh, äh, mit dem Trailer ist, es, es kommt ja die, die. die ich habe jetzt den Namen vergessen. Die Schauspielerin von der Matrix vor. Carrie Anne Moss. Carrie Anne Moss, genau. Ähm, und und in einem Trailer kämpft sie da gegen so eine, ja, keine Ahnung, ob es ein Sith ist oder was auch immer. Rotes Lichtschwert hat sie auf jeden Fall ähm, in einer Bar. Hm, ich habe die Szene gesehen. Ohne, ohne Lichtschwert und mit den gleichen Moves, die sie in Matrix macht. Ja, es wirkt schon ich, sehr gut. Ich, ich, ich glaube, manche Leute im Internet nennen das jetzt schon Force Fu ja? <laughs> statt Kung Fu. Das, das finde ich so schlecht. Man kann doch, also, ähm, man kann jetzt die Prequels äh, schlecht reden, wie man will. Ja? Aber oh, zum Beispiel ja, der, der, der Kampf Darth Maul gegen äh, Obi-Wan und äh, Qui-Gon Jinn, ist sensationell. Uh, äh, Prequels. Ich dachte, du hast Sequels gesagt. Entschuldigung. Uh, Prequels, die Prequels, und mit denen habe ich echt mal Frieden gemacht. Und ehrlich, ich fand sie auch damals nicht so furchtbar, wie viele gesagt haben. Ich mochte so es allerdings nicht. Ich fand äh, Anakin war in Episode 1 ein paar Jahre zu jung. Nichts genau. gegen den Schauspieler, sondern die Figur war einfach zu jung. Und ein, einige der Dialoge waren echt scheiße. Aber grundsätzlich. Okay. War Aber das die, eine Kämpfe gute Struktur. Waren, die Kämpfe waren super choreografiert. Ich, ich finde diese ganze. Äh, Mystizismus um die Macht war super dargestellt. Ja? Und alles, was da jetzt nachkommt, äh, bricht irgendwie komplett mit diesen jetzt nie ausgesprochenen Regeln. Also, man kann ja sagen, ja, das hat es schon immer gegeben und überhaupt hat man halt nicht gesehen in den Filmen, bla bla bla. Aber für mich gab es damals so eine Kohärenz, wie das Ganze funktioniert. Und sogar in den Sequels sagt sogar Han Solo: This is not how the Force works. Ja, ja genau. Ähm, und jetzt. Drehen und knicken und benden sie das Ganze, um das halt irgendwie da reinzupressen. Und das ist für mich so komplett gezwungen. Und das Schlimmste für mich ist dann, wenn es dann noch so arschlangweilig, zum Beispiel wie Ahsoka ist. Oh ja, die fand ich auch mega langweilig. Da äh, habe ich mir auch gedacht, what the hell? Und wenn, wenn äh, Leute, die so absolute Supervillen sind, wie Ad Grand Admiral Thrawn, und ich liebe die, die Throne-Trilogie, ich weiß, die ist nicht so kennen. Ja. Aber die ist wirklich grandios geschrieben. Ähm, und dann sieht man den in Ahsoka und denkt sich die ganze Zeit, was für ein Tortel. Ja, so ist es. Ja. Atme, du, warum ich bist du so blau angelaufen? Genau, ist, ist, auf ist, Französisch ist immer Bell Also, das ist genau. also ein kompletter Knilch. Also, das, ich finde das allzu also schade. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Genau, um da oh, die gut. Kurve dann zu kriegen, ist äh, das ist genau so ein ähnliches Bauchgefühl, was ich bei Dark Age dann habe. So und, und dann auch so Verschwendung von, von Utensilien. Also, ich fand zum Beispiel, Rebels hatte gute Momente in meinen Augen, ja, also ist, ist wirklich okay, ja? ähm, Und ähm, warum muss, muss dann, müssen dann alle plötzlich irgendwie äh, die Macht haben? Ja. Ja, 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 ja. Das hatte ich mal damals auch in meinem Blog äh, geschrieben nach äh, The Last Jedi, der eigentlich ein Battletech-Blog ist. Und da habe ich einmal ein anderes Thema gemacht. Und das war halt auch darüber, dass, dass gerade diese extreme Machtnutzung alle anderen auch damit entwertet. Ne? Also genau. jeder Nicht-Machthaber ist sozusagen am Ende des Tages nur noch Kanonenfutter. Und das finde ich halt mega schade, weil das ist eigentlich das, was mich am meisten an äh, Star Wars gereizt hat, ne? Ähm, dass das einfach so ein buntes Universum ist und auch ganz normale Leute dann Impact haben und eben äh, Luke, Vader und auch der Imperator, auch in der klassischen Trilogie, jetzt keine so gigantische Rolle. Die haben nicht einfach mal Sternzerstörer runterkrachen lassen oder ein AT-AT mit der Macht umgeworfen und, und Horden von, von Stormtrooper niedergemetzelt. Da das ist alles erst dann, dann danach gekommen und klar kann man sagen, klar, wenn Lukas die Tricktechnik gehabt hätte, hätte er es vielleicht getan, aber dann können wir froh und glücklich sein, dass er nicht die Gelegenheit dazu hatte, weil eines Tages ist genau diese Imperfection und diese Limitierung hat dann zu dieser Wohldosierung der klassischen Trilogie geführt. Ja und das, das ist eben was, was mich auch so äh, schockiert. Äh, Sabine. Oh, furchtbar. Die this, dies, dies, dies äh, in aber aber in In Rebels. Ja, ist nice. Lorien ist, 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 ist ein komplett, kompletter Badass-Kämpfer, äh, Blasterschütze, Scharfschütze, also kann eigentlich alles, was du dir wünschen könntest. Die braucht nicht auch noch die Macht haben. Das ist komplett okay. Das entwertet den Charakter. Der Charakter ist so viel interessanter. Ja, ich weiß. Das, ist, ich das auch, machen. also mir, mir haben sie sie verdorben. Also, ich mochte sie vorher total gut leiden. So ist es, ja? Und jetzt haben sie, ist sie so wischiwaschi, so, wo ich so denke: äh, Was soll das? Ne? Und Laserschwerter sind sowieso der letzte Dreck mittlerweile, weil ja. ähm, ich weiß nicht, Qui-Gon Chin, äh, wieso der gestorben ist, weiß jetzt kein Mensch mehr, oder? Nö. Weil anscheinend der anscheinend kannst, kannst du dreimal von Laserschwertern durchstochen werden, du überlebst locker. Ne? Aber wisst ihr, was das Laserschwert auf jeden Fall durchschneidet? Dein Geburtsfahren und das Ende dieses Podcasts. Das Ende dieses Podcasts. Genau. Genau. <laughs> genau. Jetzt haben wir noch ein bisschen gelästert. Passt sehr gut. Genau. Gut, dann. Ähm, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Euch drei wieder danke für äh, das äh, nette Gespräch und diese vielen Infos. Gerade an Onai wieder danke, dass du dich da eingelesen hast. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes für ein Haus ins Auge fassen. Oh, bleiben mir nicht mehr so viele. Ja, aber man könnte ja die 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 äh, starten auch noch nehmen vielleicht eventuell und die, jeder einzelne Clan und äh, oh je. genau und die Putzfrau von dem von dem Typen der der, der auf Lutien da immer den Vorgarten genau genau ja. genau ganz interessante Person. Gut, dann danke euch nochmal. Danke euch da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt, hier den Podcast zu hören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Fragen, Wünsche, Anregungen, gerne weiterhin äh, uns schicken. Wir haben auch die Anregungen äh, bezüglich Haus Max und äh, tolle Max auch noch bekommen. Schauen wir mal, ob wir das als Zwischenfolge machen oder ob wir es nächstes Mal machen. Ah, okay. Für, wahrscheinlich wird es möglicherweise eventuell eine Zwischenfolge geben. Und dann noch ein schönen Tag, schönen Abend, schönen Moin und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. Badreste assured, the Battle Deck podcast will be back. Shutting down.